Ja, hallo und herzlich willkommen zu diesem kleinen Infovideo von mir. Ich bin wieder da und ich habe ein paar Dinge, über die ich mit euch reden möchte. Und zwar spiele ich momentan ja nur Hype the Time Quest. Also, ich habe zwar noch die offenen Projekte Legacy of Kain, Blood Omen und Pumuckl fangt den Klabauter, allerdings zu denen erzähle ich gleich noch ein bisschen was. Auf jeden Fall momentan das einzige aktive Projekt ist von mir ist Hype. Und das ist ja nun mal bald zu Ende, also wirklich lange wird das nicht mehr dauern, das sind vielleicht noch 10, 15 Folgen, dann ist das Spiel auch vorbei. Das wird wahrscheinlich den einen oder anderen freuen, denn ja, wenn ich von den Aufrufen pro Video ausgehe, dann gucken das nicht so viele von euch. Aber vielleicht habt ihr Lust auf andere Projekte. Und zwar, was ich gerne spielen würde, wäre allen voran Rent a Hero. Das Spiel wurde mir nämlich von White Shadow ans Herz gelegt und ich habe es mir geholt. Und es tut mir leid, White Shadow, ich kann es einfach nicht vernünftig aufnehmen momentan. Und zwar kann ich es nicht mit DxStory aufnehmen und auch nicht mit Fraps. Das heißt, die einzige Möglichkeit, die ich habe, es vernünftig aufzunehmen, ist mit MSI Afterburner. Das Problem ist nur, dass mein PC zu schwach ist, dieses Programm vernünftig zum Laufen zu kriegen und die Videoaufnahme deswegen sehr stark leidet. Also, ich habe vielleicht 10 Frames pro Sekunde, die kann ich aufnehmen damit. Das ist nicht besonders gut, aber damit kann ich leider nichts ändern. Was ich auch gerne spielen würde, Betonung liegt auf würde, sind so Spiele wie Beyond Good and Evil, Psychonauts oder Enclave. Und an sich laufen die Titel auch bei mir. Allerdings nicht, wenn ich gleichzeitig auch noch versuche, sie aufzunehmen oder zumindest sie in einer annehmbaren Auflösung aufzunehmen. Ich könnte jetzt zwar in 640x480 Pixeln aufnehmen, das würde wahrscheinlich funktionieren, allerdings sieht das dann doch sehr bescheiden aus, deswegen lasse ich das lieber. Und zwar ist dann auch das Problem mein PC, denn der ist mittlerweile über 6 Jahre alt und war damals schon nur ein 500€ PC Marke Eigenbau. Das heißt, da läuft nicht mehr so viel drauf. Leider, leider. Also muss ein neuer PC her. Ich spare schon drauf. Ich würde wirklich gerne diesmal in den High-End-Bereich gehen. Das heißt, ich brauche ein bisschen mehr Geld als 500€. Und deswegen spare ich. Sobald ich das Geld zusammen habe, werde ich mir einen neuen PC holen. Dann wird auch Rent a Hero auf jeden Fall kommen, lieber White Shadow. Also sei beruhigt. Und die anderen Titel, die ich genannt habe, auch. So. Dafür brauche ich jetzt halt Alternativen, die ich bis dahin spielen kann. Was gut klappt, sind irgendwelche Spiele, die ich über einen Emulator aufnehmen kann, irgendwelche 2D-Spiele, also NES, SNES, Mega Drive, Game Boy, Game Advance, halt alles aus diesem Bereich. Ich weiß allerdings nicht genau, was ich daraus nehmen soll. Was ich gerne machen würde, ist The Legend of Zelda Oracle of Seasons und Oracle of Ages. Das sind zwar jetzt keine vergessenen Perlen oder versteckte Spiele, die keiner kennt, sowas, was ich normalerweise gerne spielen würde. Aber ich habe richtig Lust drauf und vielleicht wollt ihr das ja auch von mir sehen, obwohl das Titel sind, die schon einige Male Let's Played wurden. Ansonsten, Alternativen wären eventuell auch sowas wie Tomb Raider, denn das ist auch anspruchslos genug, in Anführungszeichen, dass ich das spielen kann und aufnehmen kann. Allerdings spricht für mich gegen Tomb Raider, dass das von einer anderen Let's Playerin, genau, gerade gespielt wird. Und ja, ich finde das immer ein bisschen doof, wenn ich dann zur gleichen Zeit auch ein Projekt davon anfange. Ich habe ja auch Beyond Good and Evil noch nicht angefangen, bevor ich mir über die PC-Situation Gedanken gemacht habe, als Mr. Jack Smith das gespielt hat, denn ich wollte ihm erstmal da den Vorrang lassen. Diese Let's Playerin werde ich euch gleich noch, die werde ich gleich noch erwähnen, ein bisschen Werbung machen, aber erstmal noch kurz was zu Blood Omen und Pumuckl. Und zwar, Blood Omen wird irgendwann weitergehen. Ich weiß noch nicht wann. Ich muss das Spiel erstmal so für mich privat spielen. Es ist wahrscheinlich ein super Spiel, aber es ist ein Spiel, das ich nicht blind spielen möchte. Ich habe das schon bei Shantae gemerkt, dass blinde Let's Plays einfach nicht wirklich sowas für mich sind. Deswegen, ich weiß nicht, es macht mir nicht so viel Spaß, es bereitet mir nicht so viel Freude. Und wenn ich keine Freude daran habe, dann ist es auch dämlich, das aufzunehmen.
Pumuckl, vielleicht der ein oder andere hat die beiden Videos gesehen, die ich dazu gemacht habe. Es hat tierisch geruckelt. Das heißt, da wird auch ein neuer PC nötig sein. Sobald ich einen neuen PC habe, wird es damit wahrscheinlich auch weitergehen, so als Nebenprojekt mit, was weiß ich, einer Folge pro Woche oder so. Schauen wir mal, auf jeden Fall, das wird dann weitergehen. So, ja, genau. Ich wollte Werbung machen für diese werte Kollegin. Oder, naja, Kollegin, ich weiß nicht, ich kenne sie noch nicht so lange. Sie hat nämlich unter meinen Little Big Adventure Videos Kommentare geschrieben, die haben mich irgendwie neugierig gemacht. Also sie hat keine Werbung gemacht, sie hat normale Kommentare geschrieben, so wie ich unter anderen Videos auch schreibe. Und da habe ich dann mal ihren Kanal angeguckt und war sehr überrascht. Also es hat mir sehr gut gefallen. Sie hat erst Limbo gespielt, was ich mir momentan angucke. Und ihre anderen Projekte sind einmal Divine Divinity und Tomb Raider. Und zwar nicht nur das erste Tomb Raider. Übrigens, was ich vorhin meinte, ist nicht das neue Tomb Raider, sondern das von 1996. Ich weiß gerade nicht genau, wann es rauskam. Auf jeden Fall aus dem letzten Jahrtausend das Spiel. Und ja, sie spielt nicht nur das erste Tomb Raider, sondern sie hat sich vorgenommen, die ersten 5 Teile zu nehmen, also 1 bis Chronicles, und sie chronologisch aus der Sicht von Lara Croft zu spielen. Das heißt, soweit ich das gesehen habe, ich habe mir davon leider noch keine Videos angesehen, weil ich mir erstmal Limbo anschaue, fängt sie an mit Teil 4, The Last Revelation. Denn da spielt man ja am Anfang die junge Lara, genau, nein, die junge Lara. Und geht dann weiter über Chronicles und bis dann fängt sie irgendwann mit Tomb Raider 1 an. Und ja, finde ich doch sehr cool. Werde ich mir definitiv auch ansehen und das ist halt auch der Grund, der dagegen spricht, dass ich erstmal Tomb Raider spielen möchte. Falls ihr aber Tomb Raider von mir sehen wollt, dann spiele ich es natürlich gerne. Also Lust hätte ich da schon drauf, so ist es nicht. Die Dame heißt übrigens Madame Bernstein und ich werde sie in der Videobeschreibung verlinken, also schaut auf jeden Fall mal bei ihr vorbei. Ansonsten guckt auch mal bei Mr. Jacksmith vorbei, der beschwert sich nämlich sonst wieder, wenn ich jetzt keine Werbung für ihn mache, sondern nur für andere. Der spielt gerade Treasure Adventure Game und Alune 2. Naja, mehr oder weniger, also sein letztes Video ist schon 3 Wochen alt, also Junge, nimm mal wieder was auf hier. So, was habe ich da noch? Ansonsten, falls ihr Vorschläge habt für Sachen, die ich spielen kann, schreibt sie mir ruhig in die Kommentare. Also wirklich solche Sachen, die ich erwähnt habe, sowas auf dem Niveau von Zelda oder Tomb Raider, was den grafischen und technischen Anspruch angeht. Oder ja, so in dem Bereich, was ich bisher gespielt habe halt. Eine Möglichkeit wäre eventuell noch Little Big Adventure nochmal neu zu Let's Playen, ein Re-Let's Play, aber irgendwie ist es dafür noch zu früh. Ich weiß nicht. Mal schauen. Und dann habe ich noch zum Abschluss 3 Fragen an euch. Und zwar erstmal betreffend der Folgenlänge. Ich habe jetzt verschiedene Dinge gehört. Ich habe von einigen Leuten gehört, lange Folgen sind toll. Von anderen habe ich gehört, nein, 15 Minuten Folgen sind das Nonplusultra. Ich selbst mache ja gerne so 20 bis 30 Minuten Folgen, aber ich würde gerne mal wissen, was haltet ihr davon? Denn ihr seid meine Zuschauer und ihr guckt euch das hoffentlich gerne an. Und ja, was für Folgenlängen wären euch denn recht, die ich machen kann? So, oder machen sollte. Dann die zweite Frage ist, wie sehr stören euch schwarze Balken am Rand von Videos? Also wenn ich ein Video in einer 4:3 Auflösung aufnehme und wenn es zum Beispiel keinen 16:9 unterstützt, ich habe sehr lange keinen 16:9 Bildschirm gehabt, ich habe einen mit einer 5:4 Auflösung gehabt, 1280x1024 Pixel oder so war die Auflösung, ich guck mal eben nach. Blablabla. Bla, bla. Auf jeden Fall, während ich nachgucke, kann ich weiter. Oh, Moment, ich bin gerade hier. 1280x1024, genau war das. Das ist nämlich, wenn ihr das mal nachrechnet, keine 4:3 Auflösung, sondern eine 5:4 Auflösung. Und das war das Maximale, was mein Bildschirm bis dahin hergegeben hat. Mittlerweile habe ich einen 16:9 Bildschirm, aber ich spiele natürlich viele Spiele, die keine 16:9 Auflösung unterstützen. Oder zumindest, wenn man sie in 16:9 macht, dann ist das Bild gestreckt und ich mag keine gestreckten Bilder. Das ist ultra hässlich. Auf jeden Fall, wie sehr stören euch solche schwarzen Balken? Denn ich habe ja momentan seit kurzem ist jetzt übertrieben, aber ich habe halt bei den letzten 1-2 Projekten versucht, Balken zu machen. Also so bei Ghost Trick war das vollkommen super, finde ich.
denn dieser Rahmen ist einfach gut, weil man zwei Videos hat, zwei Bildschirme. Aber zum Beispiel bei Hide the Time Quest oder, was habe ich da vorgespielt? Das war nicht das erste Spiel, mit dem ich Rahmen hatte. Blood Omen habe ich Rahmen reingepackt. Wie ist das, wie findet ihr das? Ich habe nämlich einen Kommentar bekommen, dass dieser Rahmen bei Hide the Time Quest eher störend ist und ich selbst finde es auch ehrlich gesagt mit schwarzen Balken besser. Mich stört sowas nämlich nicht, aber was haltet ihr denn davon? Erzählt mir das bitte auch. Und, warum habe ich mir zweimal Folgenlänge aufgeschrieben? Okay, dann habe ich halt keine dritte Frage mehr. Ich bin mir sicher, dass ich irgendwie noch eine dritte Frage hatte, aber irgendwie in meinen Notizen, die ich mir hier aufgeschrieben habe, habe ich irgendwelchen Blödsinn gebaut. Und so kurzfristig fällt mir auch keine mehr ein. Wobei, lasst mich mal nachdenken. Was würdet ihr davon halten, wenn ich mal so Infovideos außerhalb der Let's Plays mache? Also zum Beispiel wie vom Depp vom Dienst, jetzt kommt alles auf den Tisch, wo er Fragen beantwortet zu seiner Person, was weiß ich, was für Musik er gerne hört, was seine Lieblingsspiele sind, sein Lieblingsessen, was weiß ich, halt alles mögliche Fragen an seine Person, die Leute interessieren. Ich krieg sowas zwar nicht, solche Fragen, bisher zumindest nicht. Die Fragen haben sich meistens eher darauf beschränkt, wie kriegst du Little Big Adventure zum Laufen und was benutzt du zum Aufnehmen? Aber falls euch sowas interessieren sollte, dann schreibt mir Fragen und sagt mir das auch. Dann würde ich nämlich auch mal ein oder zwei solcher Videos machen. Wenn es euch nicht interessiert, dann soll es mir auch recht sein. Weniger Arbeit für mich. Naja, ansonsten fällt mir jetzt auch nicht viel weiter ein. Ich denke mal, ich habe auch lang genug gelabert. Es geht, wie gesagt, bald weiter mit meinen Let's Plays. Gebt mir Vorschläge. Und ja, das sollte es jetzt gewesen sein. Also macht's gut und wir sehen uns hoffentlich bei meinen Let's Plays wieder. Ja, da bin ich doch nochmal. Und zwar ist mir noch eine Frage eingefallen, und zwar, wie viele Projekte soll ich zeitgleich haben? Denn ich habe das bei Little Big Adventure und Shantae gemerkt, da hatte ich zwei Projekte gleichzeitig und ich habe irgendwie immer Little Big Adventure lieber gespielt als Shantae und habe das zweite Projekt so ein bisschen vernachlässigt. Jetzt habe ich nur ein Projekt aktuell, Hide the Time Quest, und das gefällt nicht so vielen. Und das schauen halt auch nicht so viele. Das heißt, ich habe nicht für jeden was dabei. Also, wie viele Projekte soll ich eurer Meinung nach gleichzeitig machen? 1, 2, 3? Schreibt mir das bitte auch in die Kommentare. So, das sollte es wirklich gewesen sein. Also, macht's gut!